5G, das kann man sich so vorstellen, wie wenn man mit einem Auto mit 200 km/h fährt auf der Autobahn und dann innerhalb von einer einzigen Sekunde zum Stehen kommt. Atmen wird schwer, die Zunge drückt nach hinten, also das hat man immer so das Gefühl, als ob man die Zunge mit wirklich großer Kraft nach vorne schieben muss, damit man nicht erstickt, damit man atmen kann. Das ist schon ein Gefühl, an das man sich erstmal gewöhnen muss. Deswegen machen wir eben auch das Training, dass man, wenn man es dann im Notfall erfährt, dass man dann weiß, okay, ich habe das schon mal gemacht. Die stärksten Gehkräfte, die man bei einem normalen Flug als Astronaut erfährt, das ist beim Start so um die 4,5 G. Das ist ungefähr so die dreifache Beschleunigung von einem Formel-1-Wagen. Das geht eigentlich. Der Unterschied ist, dass man eben nicht nach 3 Sekunden plötzlich 300 km/h hat, sondern das geht 8 Minuten lang. Das heißt, das ist schon ein ordentlicher Schub, den man da spürt. Ja, ich bin hier gerade in der Zentrifuge festgeschnallt, ganz kurz vor meinem ersten Training für diese Mission in der Dynamik, und ich werde mit diesem Controller hier, das ist ein Raumschiff-Controller, dieses Raumschiff von 28.000 km/h aus dem Erdorbit in die Erdatmosphäre fliegen, und zwar manuell. Das muss man können, wenn die Automatik ausfällt. Das sieht hier krude aus. Das ist auch so gedacht, weil man muss das Ding halten können, wenn man gleichzeitig 6G auf der Brust hat. Das heißt, ich halte das hier und kann mit diesen Knöpfen das Raumschiff steuern. Und dabei darf man eben keinen Fehler machen. Da muss man die Kapsel genau im richtigen Winkel in die Atmosphäre steuern und eben sehr viele Dinge im Blick haben. Gleichzeitig wird man aber mit dem 6-fachen seines Körpergewichts in den Sitz gedrückt und man kann sich nicht bewegen, man muss sich aufs Atmen konzentrieren. Das ist schon eine Herausforderung. Wofür man aber eben auch trainiert, ist nicht nur ein nomineller Flug, also so nennen wir Astronauten das, wenn alles gut geht, sondern eben wenn was schief geht. Und da kann es beliebig hoch gehen, also ein Wiedereintritt in die Erdatmosphäre völlig ungesteuert. Das ist ein Modus, bei dem die Kapsel einfach wie ein Stein wieder zurückfällt und die das trotzdem überlebt. Das ist ziemlich fantastisch, wenn man das denkt, dass die so gebaut ist, dass sie das wieder überleben kann. Aber dabei erfährt man dann 8 bis 9 G. Und das muss man auch mal probiert haben, auch in der Zentrifuge, um zu sehen, dass man das aushalten kann. Eigentlich schlimmer ist es, wenn die Zentrifuge dann anhält. Dann gibt es einen so einen Moment, kurz bevor die zum Stehen kommt, wo man selbst schon steht, aber das Gleichgewichtsorgan noch auf Drehen eingestellt ist. Und man hat für 10 Sekunden ein absolut intensiv überwältigendes Gefühl, in alle Richtungen zu fallen, zu rollen. Also man kann es wirklich nur Augen zu und durch beschreiben. Ja, es hat sogar perfekt geklappt. Ich glaube, ich bin 1 Kilometer neben dem vorbestimmten Landeplatz gelandet. Das ist genau da, wo die Rettungsmannschaften uns erwartet haben. Das klappt wirklich besser als gedacht.